Wie Bild berichtet, war der Pop-Titan nicht dabei, als seine Jurykollegen Pietro Lombardi, Leonie und Katja Krasavice ihrer Unterkunft auf einer kleinen Insel nahe Phuket träumten. Doch von Anfang an. Während die Recall-Folgen aus Asien zurzeit die Samstagabende bei RTL füllen, hatte der Dreh hierfür bereits vor mehreren Monaten stattgefunden. Laut Bild war die Jury abseits der TV-Kameras in einem Resort nahe des Produktionsortes eingebucht. Doch kaum angekommen, hätten Pietro und Co. ihre Koffer auch schon wieder gepackt und die bleiben nach nur einem Tag wieder verlassen. Der Grund: Pietro, Leonie und Katja sind ausgezogen, da sie keine Privatsphäre hatten und auch mit dem Zustand des Ressorts nicht zufrieden waren, zitiert Bild einen Insider. Da renovierten Hotelmitarbeiter munter die Häuser oder fuhren mit Schubkarren durch die Gärten ihrer Unterkünfte. Daher wollten sie schnell wieder weg. Dieter Bohlen war bei der Resortflucht den Informationen zufolge nicht dabei. So wohnte der Chefjuror angeblich von Anfang an woanders, nicht Tür an Tür mit Pietro, Leonie und Katja. Bohlen soll aus familiären Gründen direkt auf Phuket in einem Luxushotel residiert haben. Das will Bild aus Produktionskreisen erfahren haben. In der Regel buche der 69-Jährige seine Unterkunft selber, um die Kosten anschließend RTL in Rechnung zu stellen. Tatsächlich soll Bohlens Kollegentrio dem Beispiel des Pop-Titans schließlich gefolgt und nach ihrem Abgang im selben Hotel auf Phuket untergekommen sein. Ein spontaner Ortswechsel, der so ursprünglich wohl nicht geplant war. Ob sich Bohlen über die unverhoffte Gegenwart seiner Co-Juroren gefreut hat, ist nicht bekannt. Zwischen Katja und ihm scheint nach dem Eklat um einen sexistischen Spruch der Modern Talking-Ikone noch immer dicke Luft zu herrschen.